Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Xeer Wodka von Olexesh. Alle weiteren Informationen zu diesem Produkt sowie natürlich auch die Links dazu findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Xeer Wodka von Olexesh. Ja, ein etwas unüblicheres Unboxing. Und zwar gab es damals eine Aktion von Olexesh, der ja vor einiger Zeit seinen eigenen Wodka rausgebracht hat, beziehungsweise eine Kooperation mit einer Wodka-Marke. Und dann habe ich mal online bestellt, denn es gab damals eine Aktion, dass Olexesh die Erstbesteller handsigniert, die Flaschen. Das habe ich gemacht. Dann habe ich diesen Karton hier zugeschickt bekommen und in diesem Karton befindet sich dann diese Flasche hier. So sieht das aus, 700 Milliliter. Es gibt ja schon diverse Rapper, die Alkohol- oder Spirituosen-Kooperationen haben. Unter anderem Jalil mit Whisky oder auch Sido, der ebenfalls Wodka gemacht hat. Aber in dem Fall dann Olexesh mit Xeer Wodka ist der erste, den ich auch wirklich bestellt habe. Wir bekommen hier eine ganz schlichte Flasche. Also dieses hier nicht irgendwie bedruckt, beschriftet, außer eben hier dieses Autogramm. Mit schwarzem Stift hat hier Olexesh unterschrieben. Also die Flasche sehr schlicht, sehr edel gehalten. Und dann haben wir hier eine Marke, die uns darauf Hinweis gibt, was sich darin befindet. Und zwar haben wir hier so ein Siegel, so ein Wachssiegel mit dem Logo, also dieser Schlüssel. Und darunter lesen wir dann Xeer Wodka Established 2018. Und hier lesen wir dann Wodka 40% Volumen 700 Milliliter Famous Spirits Berlin. Gut, das Ganze ist hier noch original verschlossen. Bedeutet, das kann man dann hier oben ganz normal öffnen. Ansonsten findet sich hier nichts weiter. Meines Wissens gibt es diesen Wodka über den Online-Shop nach wie vor zu kaufen von Xeer Wodka, als auch mittlerweile in diversen Edekas oder in diversen Supermärkten in Deutschland. Wie gesagt, ich habe meinen damals direkt über den Online-Shop bestellt und ihn nach Hause bestellt. Zu mir hat damals so etwas über 20 Euro gekostet, die Flasche, plus entsprechend Versand eben dazu. Also je nachdem, falls ihr diesen erwerben wollt, könnt ihr es euch aussuchen, ob im Online-Shop oder im Supermarkt, der diesen führt. Gut, das war's auch schon soweit. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von diesem Produkt, beziehungsweise falls ihr ihn schon probiert habt, von diesem Wodka. Und falls ihr Olexesh unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.